Okay, gucken wir den neuen Zelda-Trailer. Willkommen in Hyrule, einem weiten Land, das Prinzessin Zelda auf ihrem großen Abenteuer bereist. Hyrule, ein Land voller Überraschungen. Es sieht so nice aus, Chad. Ich liebe den Artstyle. Von der zentralen Hochebene, auf dem sich Schloss Hyrule befindet, umgeben von seiner Stadt, bis hin zu den äußersten Rändern, wirst du in jeder der vielfältigen Regionen neuen und interessanten Charakteren begegnen. Die Gerudo-Wüste besteht aus brandheißen Dünen, soweit das Auge reicht, und wird regelmäßig von Sandstürmen heimgesucht. Das ist allerdings kein Problem für die Gerudo-Kriegerinnen. Hier finden sich viele Ruinen voller Geheimnisse und eine Oase, der perfekte Ort zum Entspannen. Einfach die Jabul-Gewässer sind mit die malerischsten Wasserwege von ganz Hyrule. Dort sind auch die Meerzoras und die Flusszoras anzutreffen, die in ihren jeweiligen Dörfern leben. Allerdings kommen sie nicht immer gut miteinander aus. Worum sie sich wohl streiten? Schroffe Klippen und Lavaströme beherrschen die Region um den Vulkan Eldin. Kakariko schmiegt sich an den Fuß des Berges. Yes. Doch du wirst gefährliche Pfade betreten müssen, Gerudo, um die Heimat der Gurunen zu erreichen. Diese Felsen sehen vielleicht köstlich aus. Allerdings würden sie Hylianern schwer im Magen liegen. Die Firone-Sümpfe sind ein weitläufiges Labyrinth üppiger Vegetation. Wer durch den Dschungel wandert, trifft möglicherweise auf einen Deku. Gerüchten zufolge sind diese sonderbaren Kreaturen Digga, die haben dann nur Peak-Gebiete drin in diesem Spiel. Schleckermäuler. Auf deinen Reisen wirst du immer wieder Leuten mit großen oder kleinen Problemen begegnen. Du kannst jederzeit all deine Missionen in deinem Tagebuch ansehen. Ein großer Teil deiner Reise besteht darin, die Probleme anderer zu lösen. Und weise Helden werden oft für ihre guten Taten entlohnt. Im ganzen Land verstreut finden sich sogenannte Wegfreunde. Sobald du einen entdeckst, kannst du schnell zu ihm zurückkehren, indem du ihn auf deiner Karte anwählst. Er erklärt das so, als wäre es ein Spiel für Sechsjährige, aber es ist ja auch für Sechsjährige. Es ist auch für Sechsjährige, aber es ist auch für 28-Jährige. Es ist meinetwegen auch für 40- und 50-Jährige. Selbst mit der äußerst praktischen Schnellreise kann sich das Vorankommen in Hyrule als recht schwierig erweisen. In solchen Fällen bietet sich ein Ausflug zu Pferde an. Galoppiere einfach durch schwächere Gegner durch und springe über kleine Hindernisse hinweg. Geil. Sobald du gelernt hast, das Echo der Karotte zu erschaffen, kannst du dein treues Pferd von überall her auf der Oberwelt herbeirufen. Boah, wie cool. Manchmal liegen auf deinem Weg auch Smoothie-Shops, gefüllt von Händler-Dekos. Hier kannst du gesammelte Zutaten mixen und köstliche Getränke zaubern. Digga, da ist ein Seepferdchen, was du in Smoothie reinpacken kannst. Smoothies haben unterschiedliche Effekte, abhängig von den verwendeten Zutaten. Sie werden dir auf deiner Reise sicher von Nutzen sein. Du kannst auch Kleidung und Zubehör anlegen, um deine Fähigkeiten zu steigern. Und natürlich für ein stylisches Aussehen. Nice. Oh. Einklang. Ob du zerklüftete Hochebenen durchwanderst, endlose Höhlenlabyrinthe oder andere komplexe Gefilde durchstreifst, das Erschaffen von Echos ist der Weg zum Erfolg. Oh, richtig 2D. Doch manchmal reichen sie nicht. Für einen riesigen Felsblock wie diesen kann man kein Echo erschaffen. Und mit deinen anderen Echos lässt er sich auch nicht bewegen. Für solche Hindernisse verleiht der Tri die Macht des Einklangs. Mit dieser Macht bewegen sich Gegenstände, sogar so ein riesiger Brocken, im Einklang mit Zeldas Bewegungen. Einklang kann dir helfen, vergrabene Schätze zu heben. Oder sogar schwierige Gegner umzupositionieren. Du kannst Einklang auch mit deinen Echos verwenden.
Also sei kreativ und finde neue Möglichkeiten, deine Reise fortzusetzen. Oh, das ist so geil. Du kannst Einklang auch umkehren und einem Gegenstand, der sich bewegt, einfach folgen. Nutze die Fähigkeit eines Lebewesens für dich aus und fliege oder bewege dich schnell. Der Wechsel zwischen Einklang und umgekehrter Einklang lässt sich hervorragend dazu nutzen, neue Wege zu finden. Lass deiner Fantasie freien Lauf und komm. Du kannst wirklich richtig fantasievoll dieses Spiel spielen. Das ist so cool. Auf die tollsten Ideen. Verwende Einklang in Kombination mit deinen Echos, um Hindernisse zu überwinden. Das Wissen darüber, wie diese beiden Fähigkeiten miteinander wirken, ist essentiell, um in deinem Abenteuer voranzukommen. Rätselhafte Risse breiten sich immer weiter in Hyrule aus. Damn. Welchen anderen Schwierigkeiten wird Zelda sich noch stellen müssen, in ihrem großen Abenteuer ihr Königreich zu retten? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. The Legend of Zelda – Echoes of Wisdom. Ab 26. September exklusiv für Nintendo Switch. Einfach schon in 1,5 Monaten raus, das Game. Wie cool ist das? Ich frage mich, ob die Gegner überhaupt gefährlich werden bei den Abilities, aber selbst wenn nicht, ist es halt schön cozy. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist cozy, es ist kreativ und ich glaube, ja, es könnte schon manchmal ein bisschen schwer sein, die richtigen Abilities zu finden. Das wird sehr, sehr geil. Das Spiel wird richtig nice, der Trailer ist echt schön. Aber wann Silksong? Nächstes Jahr, Chat, im Februar 2025.